Heute zeige ich euch, wie ihr diese tolle Mütze mit diesem ganz einfachen Zopfmuster stricken könnt. Das ist auch für den Anfänger geeignet. Ihr benötigt dazu natürlich Wolle. Ich habe jetzt eine Gründelwolle, die heißt Romana. Bezugsquelle, die schreibe ich unten in die Infobox. Geeignet für eine Nadelstärke 6 bis 7 und das wäre dann auch mein Rat an euch. Strickt maximal mit einer 7er Wolle, damit das Muster auch schön rauskommt. Dann braucht ihr natürlich eine Rundstricknadel mit einer Seillänge von maximal oder insgesamt Länge von maximal 50 cm. Und ein Nadelspiel. Letztendlich ist es wieder völlig egal, was ihr für eine Wolle nimmt. Die Grundlage ist natürlich wieder die Maschenprobe, die ihr in glatt rechts stricken solltet. Für die Anfänger glatt rechts, das heißt eine Reihe linke Maschen, eine Reihe rechte Maschen. Eine links, einmal rechts und zum Schluss bekommt ihr dieses gleichmäßige Muster und danach zählt ihr dann auf 10 cm die Maschen ab. Anhand eurer Maschenprobe rechnet hoch, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst, um einen Umfang von 50 cm zu erreichen und gedehnt. Wichtig ist auch noch, dass die Maschenzahl zählbar durch 5 sein muss, damit es mit dem Muster aufgeht. Und man kann schon losgehen. Ihr schlagt jetzt eure errechnete Maschenzahl an. Das ist bei dieser Wolle mit einer 6er Nadel. Muss ich nochmal gucken, 6er Nadel, sind es 80 Maschen. Habt ihr die Maschen angeschlagen, dann können wir auch schon loslegen. Ihr strickt jetzt 3 Runden lang im Wechsel 3 Maschen links, 2 Maschen rechts. 3 Maschen links, 2 Maschen rechts. Habt ihr jetzt 3 Reihen in dem Muster, 3 links, 2 rechts gestrickt, können wir in der 4. Reihe anfangen, die rechten Maschen zu verzopfen. Wir brauchen dazu keine Hilfsmittel, wir können das einfach nur mit unserer Nadel machen, die wir auch zum Stricken hier benutzen. Ihr strickt die ersten linken Maschen ganz normal ab und jetzt verzopfen wir die rechten. Dazu gehen wir mit der Nadel von hinten durch die zweite rechte Masche und holen den Faden. Der bleibt so auf der Nadel. Wir machen nichts weiter, sondern gehen gleich von vorne und stricken die rechte Masche ganz normal rechts ab. Haben jetzt 2 Maschen und lassen beide fallen. Und somit haben wir die rechten Maschen verzopft. Nochmal, also die linken werden ganz normal links gestrickt. Jetzt zum nächsten Zopf. Hier sind die beiden rechten. Dreht das Ganze nach hinten. Geht von hinten durch die Masche, holt den Faden, lasst alles so wie es ist und geht ganz einfach, ganz normal durch die erste rechte Masche, strickt die erste rechts ab und lasst beide Maschen fallen. Und das macht ihr jetzt die ganze Runde herum. Hier könnt ihr ganz schön sehen, wie die rechten Maschen jetzt verschränkt ineinander sind. Jetzt strickt ihr wieder 3 Runden lang das reguläre Muster, 3 links, 2 rechts und in der 4. Runde werden die rechten Maschen wieder verzopft. Das macht ihr, bis die Mütze 18 cm hoch ist. Und dann beginnen wir mit den Abnahmen. Wenn eure Mütze eine Höhe von 18 bis 18,5 cm hat, kommen wir zu den Abnahmen. Dazu dreht ihr das Ganze erst einmal um, legt euer Maßband an und zählt, wie viel Runden ihr auf 4 cm gestrickt habt. Bei mir sind das 8 Runden. Die Abnahmen bis zur Beendigung der Mütze gehen immer über 4 cm. Wir haben 3 Runden, in denen Maschen reduziert werden. Ihr habt jetzt gezählt, wie viele Runden bei euch 4 cm ausmacht. Von der Anzahl Runden zieht ihr jetzt die 3 Maschenreduzierungsrunden ab und eine Runde,
die wir über die letzte Reduzierung stricken. In meinem Fall waren es 8 Runden auf 4 cm minus 4 Maschenreduzierungsrunden. Komme ich auf eine endgültige Zahl oder komme ich auf eine Rundenzahl von 4, die ich auf die ersten beiden Reduzierungsrunden stricke. Das heißt, ich stricke eine Runde mit den Maschenreduzierungen, 2 Runden so wie die Maschen erscheinen, eine Runde Maschenreduzierung, wieder 2 Runden wie die Maschen erscheinen, die letzte Maschenreduzierungsrunde und eine Runde so wie die Maschen erscheinen. Und das rechnet ihr euch dann für eure individuelle Wolle aus. Grundlage ist, wie gesagt, die Anzahl der Runden auf 4 cm. Die erste Reduzierungsrunde und die ersten beiden Runden, so wie die Maschen erscheinen, schaffe ich noch mit der Rundnadel. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann wechselt ihr jetzt schon auf das Nadelspiel und verteilt die Maschen gleichmäßig darauf. Achtet auch darauf, dass ihr bei der Reduzierung und bei den Abnahmerunden trotzdem immer weiter das Zopfmuster strickt. In der ersten Maschenreduzierungsrunde werden immer 2 linke Maschen links zusammengestrickt. Ich stricke die erste linke Masche normal ab und stricke dann die nächsten beiden links zusammen. Die rechten Maschen werden so gestrickt, wie sie sind und auch das Muster entsprechend. Die erste linke wieder normal und die nächsten beiden linken Maschen links zusammen. Die rechten Maschen wieder so. Nach der Abnahmerunde, Maschenreduzierungsrunde, kommen jetzt die Runden, die ihr ermittelt habt. Bei mir sind es 2, die ihr die Maschen so strickt, wie sie erscheinen. Wie ihr seht, habe ich jetzt auf das Nadelspiel gewechselt, denn jetzt kommen wir zur nächsten Maschenreduzierungsrunde, in der wir die verbliebenen linken Maschen ebenfalls links zusammenstricken. Die rechten werden so gestrickt wie immer, achtet aber auf das Muster. Sicherlich gemerkt, dass mein Nadelspiel jetzt nicht der Größe meiner Rundstricknadel entspricht. Ich habe ja hier mit der 6er Nadel, das Nadelspiel ist eine 4,5er. Das liegt einfach daran, dass ich einfach nicht für jede Größe auch das passende Nadelspiel habe und dann einfach die Größe nehme, die dem Ganzen so ziemlich nahe kommt. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut und kommt auch mit den Längen sehr gut hin. Bei der letzten Maschenreduzierungsrunde werden einfach alle Maschen in 2er-Pärchen rechts zusammengestrickt. Darüber strickt ihr jetzt noch eine Runde rechte Maschen und könnt dann die Maschen, alle Maschen über den Arbeitsfaden drüber heben und somit die Mütze beenden. Den Arbeitsfaden nach 20 cm abschneiden und ebenfalls durch die letzte Masche ziehen. Das Ganze festziehen, den Faden nach innen und gut vernähen, alle Fäden gut vernähen. Nicht nur Knoten, sondern wirklich vernähen. Verzieren könnt ihr eure Mützen natürlich entweder in dieser Maiboshi-Art, indem ihr diese Bänder dran näht. Das ist hier zum Beispiel ein Geschenkeband von Rossmann. Oder aber ihr nehmt Broschen und steckt sie an die Mütze an.